Also wir halten fest, Herr Warwick sagt, Berlin ist unregierbar. In dieser Form, diese ganz manipulativ. Ganz. Hier. Aber ich wusste ja, auf was ich mich hier einlasse. Wenn du siehst, wer hatte welche Diskurse zur Corona-Zeit und wer hat jetzt welche Diskurse in Bezug auf den Krieg in der Ukraine, dass der tatsächlich gewisse Schemata, die sich wiederholen. Ne? Haben die sich eigentlich mal geäußert dazu? Der Verfassungsschutz? Nein. Nee, ist ja nicht. Aber sind wir natürlich komplett im Bereich der Spekulation, aber deswegen bin ich auch hier bei Infrarot. Ich will ja nicht sagen, aber Deutsche haben sich schon immer gern nach Südamerika abgesetzt. Diese ahistorischen Vergleiche verbitte ich mir. Ja. Liebe Damen und Herren, herzlich willkommen bei Infrarot. Heute mit einem Interview mit einem sehr geschätzten Gast, den wir hier haben. Zum ersten Mal, glaube ich sogar. Tatsächlich zum ersten Mal. Ja, Florian Warwick, Redakteur bei den Nachdenkseiten. Herzlich willkommen. Hallo, Prost. Hallo. Hallo, hallo, wie geht's dir? Gut soweit. Ja, es ist gut. Dieses bekannte Antlitz sehen zu dürfen. Ja, wieder stimmt. Eine Freude. Wir kennen uns von früher. Ja, wunderbar, das freut mich. Und ich würde mal sagen, wir fangen gleich an. Ich habe mir für dieses Interview das Thema Zeitenwende als Oberthema genommen. Ja, danke, danke, danke. In Berlin, wann war der letzte Bürgermeister von der CDU? Weißt du das? Oh, vermutlich irgendein Teppichhändler. Nee, ich weiß nicht, Diepken würde ich jetzt denken. Welches Jahr würdest du das schätzen? Holy shit, das ist ja richtig fies hier. Ich würde sagen, Anfang der 2000er. Aber ich sehr, sehr gut. Der letzte CDU-Bürgermeister amtierte 2001. Ja, also knapp 20 Jahre ist es her und jetzt sieht es tatsächlich so aus. Ich weiß ja nicht, wie sehr du dich für regionale Politik interessierst. Also grundsätzlich für Politik, ja, aber ich muss gestehen, so Regional-Lokalpolitik hat auch, da habe ich so eine gewisse Indifferenz. Aber das Thema können wir hier trotzdem durchziehen. Ja, 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 hat eine gewisse Indifferenz. Woran liegt das? Was würdest du sagen? Weiß nicht, ich habe mich, glaube ich, auch politisch, auch so in meiner Politisierung, Sozialisierungsphase, irgendwie dann so mit 14, 15, auch eher für Weltrevolution und Lateinamerika interessiert, als jetzt für damals Zweibrücken Westpfalz, obwohl ich da politisch trotzdem aktiv war. Aber genau, und deswegen ist irgendwie so Geopolitik oder sagen wir zumindest so auf nationaler Ebene schon, aber alles drunter, obwohl mich das teilweise natürlich Berlin direkter betrifft, kann ich jetzt auch nicht direkt ausführen, aber es ist nicht so, dass da mein Herz für entflammt. Ja. Ah ja, ja, ja. Verstehe. Aber ich verfolge es natürlich trotzdem. Aber es ist jetzt nicht, dass da sowas wie Leidenschaft dabei ist, das zu verfolgen. Ja, nun haben wir ja eine recht prominente SPD-Politikerin jetzt auch an der Spitze der SPD, die den Wahlkampf jetzt, glaube ich, nicht zu ihrer Zufriedenheit abgeschlossen hat. Statt das rot-grün-rote Bündnis fortzusetzen, hat sie sich für die CDU entschieden, bleibt letztendlich dabei doch ja immer noch so eine Art Königsmacherin. Ist das jetzt die Verzwergung der SPD, wie manche schon unken, oder tatsächlich vielleicht sogar ein Befreiungsschlag für eine SPD unter Frau Giffey? Oh. Also die SPD unter Giffey, aber sozusagen den Chef Berlins wird ja dann die CDU stellen. Also deswegen wird es natürlich in dem Sinne, was du auch angesprochen hattest, seit zwei Jahrzehnten auf der Ebene auf jeden Fall eine Verzwergung. Und am Anfang klang sie ja auch noch anders. Ne? Also ich habe schon den Verdacht, dass es da auch eine Etage höher aus dem Willy-Brandt-Haus oder vielleicht sogar noch höher auch Ansagen gab, dass doch vielleicht eher mit der CDU zu versuchen, einfach weil dieses Argument sozusagen, was sie ja am Anfang auch, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, so ausgehebelt wollte, der Wahlsieger bestimmt so ein bisschen das Koalitionsgeschehen. Und am Anfang hieß es ja, kam von ihr ja und auch anderen SPD-Politikern eher Zeichen für eine Fortsetzung der Ampel. Dann, glaube ich, hat es aber manchen Leuten ist aufgegangen, dass im Osten der Republik auch bald Wahlen anstehen und zumindest in Thüringen und Sachsen die Umfragen gerade dahin deuten, dass die AfD vermutlich stärkste Kraft wird. Ja. Und dann wird es natürlich auch noch mal schwieriger, da entsprechend zu argumentieren. Aber du meinst so ein positives Signal so in die nächsten Landtagswahlen hinein senden, so dass die SPD verstanden hat, oder? Verstanden hat. Dass sie sich zurücknehmen muss. Ist jetzt zumindest meine These. Also da kann man auch Gegenargumente für anführen, aber
Ich glaube, das war so ein bisschen schon auch ein Zeichen, genau, also in diese anstehenden Landtagswahlen hinein. Ah, nicht zu viel Staub aufzuwirbeln. Ja, das ist natürlich auch ein interessanter Gedanke. Würdest du denn sagen, es gibt da Aspekte mit der Berliner Politik, du als brennender Fahrradfahrer, also nicht als brennender, als leidenschaftlicher Fahrradfahrer, mit der du zufrieden warst? So, in den letzten einem Jahrzehnt, ich bin seit 2010 bin ich hier nach Berlin gekommen, gut, das sind immerhin 13 Jahre. Also ich muss sagen, nach lediglich, glaube ich, 6-7 Jahren Bauzeit ist zumindest die Baustelle direkt bei mir in Neukölln vor der Straße weit ein paar 200 Meter weiter gewandert. Ne? Das muss man jetzt auch mal sehen. Das ist im Verhältnis gesehen zum Bär, sind das fast schon positiv zu beurteilende Schritte. Ansonsten würde ich jetzt sagen, so aus meiner Kiez-Sicht gesehen, in Neukölle eher wenig Fahrradwege gibt es immer noch. So wenig wie vorher, wobei teilweise schon in dem renovierten Teil. Aber so ein Fazit zu ziehen, weiß nicht, fällt dir da was Positives ein? Also ich war ja trotz allem naiv genug, dass ich dachte, Ampel, vielleicht gibt es auch mal was, Ampel, aber Rot-Rot-Grün, was Neues, war dem sogar positiv gestimmt. Man ist ja doch irgendwie im Grunde meines Herzens bin ich immer noch naiv, aber jetzt so im Nachhinein fällt mir da echt nicht viel ein. Könnte man auch sagen, ein Jahr hat auch einfach doch nicht gereicht, um eine Marke zu hinterlassen, oder? Das stimmt natürlich auch. Und dann noch im Zeitenwendejahr, wobei das auf landespolitischer Ebene vielleicht noch mal weniger zum Tragen kam. Ja, aber jetzt, ich meine, der Punkt ist aber auch, muss ich echt gesagt, das stimmt, wie ich schon gesagt habe, so richtig leidenschaftlich verfolge ich jetzt Berliner Landespolitik auch nicht. Deswegen könnte ich da jetzt auch nicht in jedem Detail, aber das, was sich mir so im Alltag erschlossen hat, würde ich jetzt nicht sagen, dass es da irgendwie einen großen Unterschied gab. Aber Herr Buchholz hat natürlich recht, ein Jahr ist jetzt auch noch nicht so viel, um da wirklich objektiv ein Fazit ziehen zu wollen, zu können. Also wir halten fest, Herr Warwick sagt, Berlin ist unregierbar. Das in dieser Form, diese ganz manipulativ ganz hier, aber ich wusste ja, auf was ich mich hier einlasse. Ja, partiell so zumindest. Ja. So ist es. Na gut, dann gehen wir auf eine andere Zeitenwende. Bundespolitik, ich werfe einfach mal in den Raum 100 Milliarden von Helmen zu Panzern, 100 Milliarden Sondervermögen natürlich. Ausbildung von Soldaten auf deutschem Grund, von ukrainischen Soldaten, laut wissenschaftlichem Dienst des Bundestags, haben wir damit den gesicherten Bereich der Nichtkriegspartei verlassen, so habe ich das jedenfalls verstanden. 2%-Ziel der NATO, Energiewende, Inflation, nenn mir doch einen Grund, warum dieses Jahr doch nicht so schlecht war. Ist gemein, ne? Oh, warum das ja doch nicht so schlecht war. Das nächste Mal lassen wir die Fragen vorher vorlegen, dass hier meine langsamen grauen Zellen jetzt auch noch spontan. Und vor allen Dingen immer dieses krampfhafte Heraussuchen von positiven Sachen. Ja. Das wird mir manchmal auch vorgeworfen von Lesern, also aus einem kritischen Freundeskreis. Denn bring doch mal was Positives bei den Nachdenkseiten, nicht immer nur so hinterfragend. Und dass jetzt der Buchholz dieselbe Schiene fährt hier krampfhaft. Ich weiß ist ja nicht, worauf diese. Aber warte mal, jetzt mal ganz ehrlich, so auf dieser Makroebene was Positives. Ich glaube, eigentlich sehe ich da wirklich tatsächlich relativ wenig. Also bei ein paar Menschen, wo ich denke, hey, die haben irgendwie ihre Linie behalten, da gab es schon positiv. Aber jetzt so auf dieser Ebene, auf die du anspielst, sehe ich eigentlich auch so gerade gesellschaftlich, politisch, medial eigentlich wirklich keine positiven Entwicklungen in diesem Jahr. Also da hat sich eigentlich alles, würde ich tatsächlich in der Absolutheit sagen, zum Negativen gewandelt. Also was Umgang mit Menschen angeht, mit irgendwie einer anderen dissidenten Einstellung oder Blick auf die Situation, auf den Krieg, auf die bezeichnete Zeichenwende, von dir benannte Zeichenwende. Also ich glaube, da ist auch gesellschaftlich ganz viel im Argen in dieser Republik, in dessen Hauptstadt wir hier gerade sitzen. Ja, das stimmt. Man könnte ja vielleicht noch sagen, der wissenschaftliche Dienst zeigt sich doch relativ unbestechlich, ob dieser, er macht sich jetzt nicht zum Handlanger der Regierung, könnte man sagen, durch seine wissenschaftliche Expertise. Wie würdest du das sehen? Also wenn wir auf der Ebene
sind, dann könnte man natürlich tatsächlich sagen, das muss man auch, also da gibt es, glaube ich, tatsächlich eine sehr positive Tradition, wenn man sich anguckt, was der wissenschaftliche Dienst, ich glaube, im Original heißen die ja wissenschaftliche Dienste so. Des Bundestages im Plural, nutze ich, mache ich aber auch nie, die, was da sozusagen, sowohl diese Fachgutachten, die du angesprochen hast, oder das letzte war, eins hatte ich auch noch zugeschrieben, da ging es darum, dass die aufzeigen sollten, welche Möglichkeiten es gibt, Russland aus den UN und auch aus dem UN-Sicherheitsrat rauszukicken. Und das haben sie auch ganz sauber dekonstruiert und gezeigt, das und das und das. Und mehrheitlich spricht eigentlich alles dagegen, dass das völkerrechtlich machbar sein sollte. Also da finde ich tatsächlich, habe ich auch noch die Illusion oder den Eindruck, dass da entweder Völkerrechtler, sind ja nicht nur, aber so die Fachjuristen, die da sind, tatsächlich saubere Arbeit leisten und bisher noch keinen politischen Druck nachgegeben haben, den es, glaube ich, auch trotzdem geben wird. Aber wenn man da ein Fachgutachten in Auftrag gibt, habe ich tatsächlich das Gefühl, da bestimmt noch tatsächlich das Völkerrecht oder was auch immer da als rechtliche Grundlage dann herangezogen wird. Ja, vielleicht sind der ja, ist der Verfassungsschutz ja auch schon angesetzt auf die wissenschaftlichen Dienste. Also wenn die da nicht... Vielleicht ist es auch ChatGPT schon seit langer Zeit. Ach so. Und das ist er nicht. Aber der kann ja auch manipuliert werden, so wie ich gehört habe. Also bei manchen Fragen ja, kommen dann auch Antworten, die doch schon nicht unbedingt für eine künstliche Intelligenz sprechen. Anderes Stichwort, etwas, das jetzt kürzlich vorgestellt worden ist, feministische Außenpolitik. Bedeutet, ich fasse es auch mal jetzt ein bisschen zusammen, Frauenquote im Auswärtigen Amt, Genderseminare, Unterstützung von LGBTQ-Projekten im globalen Süden, wie man so sagt. Siehst du da Zukunft jetzt auch im Hinblick auf diese Verwirklichung dieser Projekte unter einer grünen Außenministerin? Gefährliches Pflaster. Also grundsätzlich fand ich das, was so gehört und gesehen habe, ehrlich gesagt auch so ein bisschen Indifferenz ist auch da bei dem Thema dabei. Auch da, das gestehe super. Ich. Aber also so heißt nämlich, habe ich jetzt nicht mit all meiner Kraft hineingeworfen und werde das analysiert. Aber das, was ich da so gelesen habe, fand ich, du hast ja auch gerade globalen Süden angesprochen. Schon auch die Absurdität, dass da eigentlich gerade noch mehr Paternalismus reinkommt. Also indem man sozusagen diese feministische Außenpolitik auch als was darstellt, was Deutschland so ein bisschen erhöht in der internationalen Staatengemeinschaft. Und zumindest nach dem, was ich so wahrgenommen habe, auch an Empfehlungen, denke ich, ist dieser ganze Ansatz nicht frei davon, so eine Art neokoloniales, wir sind die Guten und wir missionieren euch jetzt mal im globalen Süden, weil mit LGBT und Co. habt ihr es noch nicht ganz so gut drauf wie wir. Also ich finde, die Gefahr gibt es auf jeden Fall. Wäre jetzt auch nichts Neues bei Annalena B., die sich sozusagen immer so als pseudoprogressiv darstellt. Aber wenn man sieht, was sie da diskursiv teilweise raushaut, ist das eigentlich so zumindest so ein Werte-Kulturimperialismus, der um nichts besser ist als irgendwie bei ihren männlichen Vorgängern. Also deswegen finde ich das auf dem Level und vor allen Dingen dahinter steht ja natürlich irgendwie auch, Frauen seien vielleicht doch die besseren Menschen. Und ich glaube, spätestens seit Maggie Thatcher wissen wir, das ist nicht der Fall. Die können genauso einen Sozialstaat zertrümmern oder ein Land in den Krieg führen. Siehe Annalena Baerbock. Das ist sowieso irgendwie so eine unterkomplexe Sache, finde ich, so auf dieser Gender-Ebene. Also sozusagen Gender-Pay Gap und so, das gibt's ja. Also es gibt ja tatsächlich in dieser Republik patriarchale Strukturen, wobei ich da zum Beispiel Gender Pay Gap immer auch signifikant oder interessant finde, dass dem Osten gibt es den eher umgekehrt, zwar minimal, aber da verdienen Frauen durchschnittlich mehr. Ach. Und also wirklich ausnahmslos eigentlich in allen neuen Bundesländern. Und im Westen ist es natürlich, je weiter du in den Süden kommst, sind das ja teilweise tatsächlich signifikante Unterschiede. Ne? Das sind dann zwar auch immer so Makrozahlen, die wenig über die einzelnen Berufsfelder aussagen, aber das dann irgendwie schlag mich tot, im Detail habe ich es nicht, aber glaube ich teilweise 20% in Baden-Württemberg und dann war es wiederum, glaube ich in Brandenburg war es 7% plus auf Frauenseite. Ne? Also auf die Zahlen bitte nicht festnageln, nö, aber die Tendenz aber so sollte die aus der Erinnerung heraus stimmen. Also worauf ich damit hinaus wollte, dass so Aspekte auch ganz andere strukturelle Ursachen haben und nicht unbedingt irgendwie
mit so einer schon auch sehr westdeutsch-induzierten Moralkeule irgendwie vorangetrieben werden können. Also wobei Verfechter dieser Linie ja sagen würden, wir wenden uns ja quasi gegen diese paternalistischen Strukturen da unten im globalen Süden. Es ist ja schon paradox, ne? Also, ja, und paternalistisch natürlich, wenn es von der Wurzel, der Sprachwurzel nimmst, natürlich schon, aber darauf wollte ich ja hinaus, dass Frauen in Machtpositionen es bisher jetzt nicht unbedingt besser gemacht haben oder humaner. Also, oder es sei an die 500.000 tote irakische Kinder, ihr wisst schon, wen ich meine, ehemalige US-Außenministerin. Also die Beispiele können wir, wenn wir es so runter fortsetzen. Also deswegen finde ich diesen Fokus da mehr Frauen, bessere Außenpolitik erfragwürdig und dann auch in Verbindung mit diesem, ich nehme deinen Begriff wieder, paternalistischen Ansatz gegenüber dem globalen Süden. Also mich überzeugt das jetzt nicht wirklich. Und dann würde ich ja sagen, so als trotz aller Aufs und Abs sehe ich mich ja immer noch irgendwie als Linken und das, glaube ich, diese strukturellen Unterschiede, auch was teilweise Care-Arbeit und Frauenarbeit angeht, eher an diesem Wirtschaftssystem festzumachen sind, als an der Verteilung von Führungsposten im Auswärtigen Amt entsprechend dem jeweiligen Gender. Kommen wir vielleicht auch gleich noch zu. Ein Aspekt, den habe ich bei diesem Jubiläum-Zeitenwende jetzt eher bewusst ausgeklammert. Der Journalismus in diesem einen Jahr, jetzt kann man ja sagen, in der Rückschau präsentiert sich immer alles ganz klar. Aber wenn ich jetzt mal die Friedensdemo nehme, Aufstehen für Frieden, glaube ich, hieß sie ganz genau, und die dazugehörige Berichterstattung vor, während, danach, hättest du jetzt gedacht, okay, so ungefähr habe ich den deutschen Journalismus eigentlich von Anfang an eingeschätzt. Das ist jetzt, was waren jetzt die Schlagzeilen? Ich glaube, der RND hat geschrieben, Wagenknecht ist eine Gefahr für die Demokratie. Und bei der Welt gab es ja diesen Kommentar, der das Wort Lumpenpazifismus dann ausdrücklich benutzt hat. Was meinst du? Ja, also überraschend ist das jetzt nicht, ne? Ich weiß nicht, ob du auf der Demo warst. Es gab ja da dieses eine Schild, ich weiß jetzt schon, wie ihr über unsere Demo berichten werdet. Also zumindest in dem konkreten Fall hatte ich das eigentlich auch ähnlich antizipiert. Ja? Und zumindest würde ich sagen, nicht bei allen Themen. Der Klassiker im Feuilleton findest du immer noch kontroverse Sachen, die auch nicht unbedingt jetzt so der hegemonialen Erzählung immer folgen. Aber so klassische Sachen wie Krieg in der Ukraine und so ein paar große bundespolitische Themen, da gibt es tatsächlich eine Einheitlichkeit in der Berichterstattung. Dies in der Form habe ich die tatsächlich noch nie bewusst wahrgenommen. Ich würde sagen, selbst in diesen letzten Jahren irgendwie der Corona-Maßnahmen und Co., da hat es ja zumindest so ein paar minimal, aber du hast ein bisschen verspätet, also zum Beispiel bei der Welt hat es irgendwie mit Rhön und so ein paar Stimmen, die trotzdem relativ prominent so einen anderen Blick werfen konnten. Und das ist ja jetzt eigentlich komplett, also zumindest in meiner Wahrnehmung nach sehe ich jetzt weder, also ist eigentlich jetzt auch nicht überstaunlich, aber Springer, FAZ, also wenn wir die ganzen Leitmedien runter, sehe ich fast nirgendwo, also der Freitag, aber der ist auch kein Leitmedium, ist ja auch noch irgendwie ein bisschen anders verortet, aber wirklich so bei diesen großen klassischen Medien mit noch einer gewissen Reichweite, zumindest im Westen dieser Republik, ist natürlich auch nochmal ein eigenes Thema, wo die eigentlich überhaupt noch ihre Reichweite und Wirksamkeit entfalten können. Da ist gerade Ukraine-Krieg, finde ich tatsächlich erschreckend, also weil da ist irgendwie, ob Kommentar, ob Analyse, sehr einseitig ausgerichtet und tatsächlich dann auch, und das hat zugenommen, würde ich sagen, auch irgendwie, das sieht man an Sarah Wagenknecht, sieht man auch an anderen, sei es chronisch mal zu Ulrike Gero, wie die, was wirklich für enorm hysterische Kampagnen da in diesem medialen Mainstream gefahren werden, um so Leute wirklich mundtot zu machen und auf allen erdenklichen Ebenen zu diffamieren. Und zumindest in meiner naiven Erinnerung, so sagen wir ab Ende der 90er, wo ich das irgendwie bewusst wahrgenommen habe, gab es das in der Form nicht. Da gab es natürlich auch vielleicht die Konfliktsituation, war nicht so
gesprochen oder so explizit, aber trotzdem dieses konzentrierte Fertigmachen von dissidenten Stimmen habe ich so zumindest nicht in Erinnerung. Ja. Woran könnte das liegen? Also es ist ja klar, dass da keine Rundmail durch die Redaktionen geht oder jedenfalls nicht, also redaktionsübergreifend. Sicherlich gab es, also auch in diesen Corona-Zeiten gab es Abstimmungsversuche, würde ich mal jetzt sagen, zwischen der Regierung und diversen Redaktionen. Gut, das sehe ich jetzt hier noch nicht, aber warum diese Uniformität in der Berichterstattung? Also kannst du dir das erklären? Ich habe auch versucht, mir darüber Gedanken zu machen, woran liegt es? Ist das vielleicht auch, ich weiß nicht, ich werfe das so mal in den Raum, Auswahlprozess in den Redaktionen? Also bei mir, eine wirklich gute Antwort habe ich darauf auch nicht, aber ein Faktor, eine Variable, da würde ich dir zustimmen, oder habe ich einen ähnlichen Ansatz, dass das so ein Art natürlicher Ausleseprozess ist, der auch tatsächlich zugenommen hat. Ne? Also musst, wenn ihr anguckst, wer ist Journalist geworden bis Anfang die 2000er hinein, da gab es noch viel mehr Quereinsteiger als heutzutage. Also wenn jetzt, sagen wir, jemand, der 10 Jahre jünger ist als wir, grob in Ende der 80er geboren, jetzt irgendwie journalistisch tätig bei FAZ und so, die sind fast alle durch diese Journalistenschulen gegangen. Das gab es ja vorher in der Form eigentlich nicht. Die wurden ja auch eigentlich erst so in den 90ern, 2000ern gegründet. Und dann bist du natürlich in einem ganz engen Feld. Ne? Da hast du irgendwie die 7 Medienkonzerne, die diese Republik beherrschen. Die haben ja auch, die stellen ja auch einen Großteil der Journalistenschulen. Ja, da hast du irgendwie Axel Springer, Henry Nann und wie sie auch alle heißen. Ja, Holzbrink hat eine eigene Journalistenschule. Also es ist ja auch das Absurde eigentlich, dass diejenigen, die diesen Markt beherrschen, auch die Journalistenschulen eigentlich beherrschen. Was auch nicht heißt, dass da direkt reinregiert wird, aber das macht ja trotzdem was mit dir, wenn du weißt, du bist jetzt in einer Journalistenschule, die gehört dem Medienkonzern. Ich glaube, so ein bisschen Schere, automatische Schere im Kopf hast du schon bei ein paar Sachen. Und dann ist es, darauf vielleicht noch hinaus, glaube ich, schon auch so ein Generationsding, wo ich aber auch keine wirklich befriedigende Antwort finde, was mit dieser Generation passiert ist. Aber ich finde schon, dass, wenn ihr anguckt, so Journalisten, die so in ihren 30ern sind, habe ich das Gefühl, die machen das nochmal eine Nummer vehementer und das ist auch nochmal ein anderer Blick auf Russland generell, als es, würde ich jetzt mal grob sagen, unsere Generation oder die davor hat. Also auch wenn man sieht, gegen wen sich das jetzt richtet, diese Shitstürme, ne? Sind irgendwie Gero, Krone Schmalz, sind alles Leute, die sind in ihren 60ern, teilweise älter, von Donjani gar nicht zu sprechen. Oder auch bei uns jetzt Nachdenkzeit, ne? Das ist irgendwie Harald Müller, Albrecht Müller. Albrecht Müller, ja. Mitte 80, das ist eine Generation mit einer ganz anderen Sozialisierung. Und ich glaube tatsächlich, dass diese, wobei ich noch nicht rausgefunden habe, was es genau ist, aber ich glaube tatsächlich, diese Postwende-Generation, also die wirklich nach 89 geboren sind, irgendwas ist da anders, ohne dass ich es konkret benennen kann. Und die sind ja schon aufgestiegen in genügendem Maße. Ja. Also da macht es auch keinen Unterschied, ob jetzt Ost- oder West-Zeitung, sage ich jetzt mal, oder? Weil, also ja, im Osten so viel Zeitung gibt es ja nicht mehr, ne? Musst auch mal sehen. Also, es gibt diese Lokalblätter, die aber oft auch dann größeren Medienkonzernen gehören, die im Westen der Republik angesiedelt sind. Und das, was ich vorher angesprochen habe, ist natürlich tatsächlich interessant, wenn du dir anguckst, so Abo- und auch Direktverkäufe von sei es Spiegel oder Zeit, die sind fast inexistent im Osten. Ne? Also ich habe jetzt keine ganz genauen Zahlen, aber ich weiß, die sind wirklich erstaunlich und das betrifft alle. Also alles, was man eigentlich als etablierte Medien bezeichnet in der Bundesrepublik. Und ich glaube, die haben auch noch eine prägende, haben zumindest Möglichkeiten, prägend zu wirken. Aber wirklich nur aufs Gebiet der alten Bundesrepublik begrenzt. Ne? Also das, und zumindest was diese Zeitung angeht, danach hast du natürlich sozusagen diese, weil das Einzige, was noch signifikant irgendwie im Abo gekauft wird im Osten, sind diese Tageszeitungen. Aber das hatte ich auch schon angeführt, die gehören meistens auch entsprechenden westlichen Konzernen oder westdeutschen Konzernen. Deswegen würde ich schon sagen, da würde ich schon trotzdem, glaube ich, ein Unterschied machen, weil da die Sozialisierung mit Medien eine andere gewesen ist, würde ich sagen, bei Leuten, die, sagen wir mal, in Leipzig, weiß nicht, 95 geboren worden sind und da auch geblieben sind oder in Köln. Ja. Ja.
Ja, eine Frage habe ich mir noch aufgeschrieben, die ist mir gerade gekommen. Du hast dich als Linker, zumindest selbst beschrieben, als linksgelesene Person, wie man heutzutage sagen würde wahrscheinlich. Wie zufrieden bist du mit der Partei? Welcher? Aber du meinst die? Also ich habe jetzt dir böserweise unterstellt, dass du wahrscheinlich auch Sympathien noch für die Linke hegst, zumindest vielleicht früher mal getan hast. Also früher gab es das auf jeden Fall. Das gibt ja auch noch das www frei. Mittlerweile das Thema hat ja schon, also es ist nicht totale Indifferenz, aber es ist schon, fällt mir natürlich schon zunehmend schwerer, sozusagen mich da irgendwie mit der Partei zu identifizieren in ihrer aktuellen Ausrichtung und auch was so das Spitzenpotenzial angeht. Oder auch wenn siehst, Umgang mit Sandra Wagenknecht oder auch dieser Friedensdemo und gerade auch dann tatsächlich muss ich sagen, so diese Berliner Spitzenpolitiker, wo ich denke, so irgendwie Katja Kipping und was da wirklich auch an intrigantem Potenzial, nicht nur Potenzial, sondern auch ausgelebten Intrigantentum im Bundestag gelaufen ist oder innerhalb der Fraktion besser gesagt, das hat einen schon innerlich ziemlich auf Distanz gehen lassen. Aber ich habe mich jetzt auch eher generell sozusagen als Linker bezeichnet, nicht unbedingt in Bezug auf die Partei, die das auch im Namen trägt, sondern eher so ein paar Grundsätze und dann eher in diesem klassischen materialistischen Sinne von links sein und nicht unbedingt in diesem postmodernen Verständnis und Fokus auf Identity. Partei, ja. Und ich frage das aus einem ganz bestimmten Grund, weil ja jetzt von verschiedenen Seiten die Gerüchte ja auch ganz schön laut werden, dass Wagenknecht doch endlich mal eine eigene Partei gründen sollte, als wenn nicht tatsächlich so, zum Beispiel so etwas wie eine spirituelle Nachfolgerin einer linken Bewegung, wo sich wahrscheinlich weder SPD, frühere SPD-Wähler noch aktuelle Link oder frühere Linken-Wähler halt wiederfinden können. Wie würdest du die Chancen einschätzen dabei? Weil es gibt ja auch enorme Risiken, wenn man so einen Schritt gehen würde, der ja, nicht ja. ohne ist. Also, ich hatte ja irgendwie vor der Friedensdemo Sarah Wanken mich noch für die Nachdenkseiten interviewt und die Frage auch gestellt, auch weil es wirklich hunderte von Leserzuschriften gab, die das gefragt haben. Teilweise noch nicht Fragen, die Fragen waren teilweise eher so, wann gründen sie endlich ihre Partei? Also da war eine Tendenz zu erkennen, also bei den Leserfragen. Und ich fand zumindest, dass Sarah Wagenknecht da erstmals weniger ausweichend geantwortet hat als bisher. Also da war irgendwie die Antwort grob zusammengefasst. Sie weiß davon sozusagen, also dass es diesen Wunsch auch gibt, aber es ist halt ein sehr schwerer Prozess, der von langer Hand geplant worden, den man von langer Hand planen muss. Das war zumindest meine Interpretation schon, dass da Planungen laufen, aber halt wirklich eher langfristig angelegt. Und ich glaube auch, das hat journalistisch ja auch irgendwie verfolgt, so die Entwicklung von Aufstehen, also diesen Bewegungsansatz, das ist ja relativ schnell zusammengekracht, weil du auch einfach gesehen hast, dieses einfach sagen, ihr gründet jetzt Basisbewegung, die haben es halt gegenseitig total fertig gemacht. Ne? Und, also da reicht ja ein Querulant und dann ist die Nummer gelaufen in den jeweiligen einzelnen Ortsgruppen. Die haben es ja, glaube ich, total verzettelt. Und aus meiner Perspektive würde ich sagen, dieses bis zum gewissen Grad zumindest, würde ich schon als Debakel bezeichnen, wie das mit Aufstehen gelaufen ist. Meine Beobachtung, oder besser gesagt Rückschluss wäre tatsächlich, dass man gewagte These hier in dieser Republik, aber ich würde eher so einen leninistischen Ansatz machen und nicht so stark auf Basis setzen, sondern erstmal eine Partei gründen, wie es in Frankreich eher üblich ist, ne? Also ohne, dass man da eine große Basis hat am Anfang, sondern das peu à peu aufbaut. Aber ich glaube, das ist erfolgsversprechend, erstmal eine kleine, böses Wort, aber Kaderpartei zu gründen, wo sich die Leute aber auch kennen und die irgendwie politisch was drauf haben und dann im Nachgang sozusagen so eine Basisstruktur aufbauen, aber nicht umgekehrt, weil das ist zum Scheitern verurteilt. Das ist sozusagen aus dem klassischen Verständnis von Parteigründungen schwierig und auch hinterfragbar, zumindest in der deutschen Tradition, weil wenn du dich nach Frankreich anguckst, da irgendwie, ich weiß gar nicht, wie sie sich mittlerweile nennen, aber die UMP
Es war damals, oder was war das? Majorité pour une. Oh, warte mal, Majorité. Pour une Majorité présidentielle, irgendwas fehlt vorne. Aber zumindest sozusagen die mehr oder weniger gaullistisch ausgerichtet, das waren immer eher so Honorationsparteien und die hatten ja auch Erfolg. Das ist jetzt eine politisch eine ganz andere Nummer, aber so dieses Verständnis von, man braucht unbedingt eine große Partei mit einer großen Mitgliederstamm, ist auch eher eigentlich so eine deutsche Nummer. Also in Frankreich zeigt sich das anders. Und ja, also es ist jetzt eher ein sehr pragmatischer Zug. Ich glaube auch nicht, dass das umsetzbar ist, aber das zumindest aus dem, was ich da beobachtet hatte, wie es bei Aufstehen gelaufen ist, würde ich sagen, lieber erstmal so das, was ich als, ist jetzt nicht der sexyste Begriff, würde ich auch auf keinen Fall nutzen, wenn es dazu käme, aber ich wäre eher für Kaderpartei am Anfang. Es macht vielleicht auch Sinn, erstmal einen Überbau zu schaffen, unter denen man sich dann auch zusammenfinden kann. Da gebe ich dir durchaus recht, weil von Aufstehen jedenfalls nicht mehr so viel zu hören ist. Ich glaube, du warst da auch aktiver in der Ortsgruppe. Ich will dich ja jetzt aber auch gar nicht irgendwie outen. Nichtsdestotrotz hat man ja auch immer, wenn man da so ein bisschen drauf schaut, das Gefühl so, ach ja, das sind halt wieder die Linke, ne? Also die zerspalten sich bis zur Unkenntlichkeit und bis zu einer gewissen Bedeutungslosigkeit. Ist da nicht auch die Gefahr da Natürlich, dass gegeben? diese natürlich auch eine klassische linke Tradition, aber oder ja, wobei ich, das wollte ich auch noch sagen, ich glaube auch, wenn es tatsächlich zu einer Parteigründung käme, wäre das, glaube ich, auch ziemlich sicher keine klassische linke Partei. Also es gäbe, glaube ich, ein paar Referenzen, aber es wurde ja auch so, glaube ich, sowohl von Wankenknecht als auch von Schwarzer gesagt, nach dieser Demo 13.000 bis 50.000, beteiligen wir uns an der Diskussion nicht, wobei ich würde von meiner eigenen Erfahrung auch eher im mittleren fünfstelligen Bereich gehen. Aber die haben ja beide betont, das sei der Beginn einer neuen Bürgerrechtsbewegung. Und ich glaube, auch wenn du dir die Umfragen anguckst, wer von welchen Parteien sich vorstellen könnte, eine Wankenknecht-Partei zu wählen, die Umfragen kennst du ja, glaube ich, auch, gab es gerade wieder eine neue, da hast du ja irgendwie, glaube ich, 60% AfD, 50% linke Wähler. Erstaunlich viele, CDU war auch noch im zweistelligen Bereich. Ich glaube, nur bei den Grünen gab es fast kein Potenzial. FDP war erstaunlich hoch, fast 20%. Und das werden die ja auch wissen. Also wenn sie das planen, glaube ich, wird da schon eine Partei herauskommen, die schon sozusagen so Aspekte wie soziale Gerechtigkeit und so in den Vordergrund steht, die sich aber, glaube ich, nicht so als klassisch links verkaufen wird. Aber es ist jetzt eher so mein Gefühl, ohne dass ich dafür jetzt irgendwie Belege hätte, aber alleine neue Bürgerrechtsbewegungen, so, das klingt jetzt so, dass man da ein bisschen noch stärker sei. Also auf jeden Fall Teile der bürgerlichen Mitte mit abgreifen will und dafür bräuchte man vermutlich irgendwie nochmal einen anderen Ansatz. Aber sind wir natürlich komplett im Bereich der Spekulation, aber deswegen bin ich auch hier bei Deswegen Infrarot. sind wir ja auch hier, ne? Also so lässt sich ja auch am freisten darüber reden. Ich glaube, man hat sogar ein Potenzial von, aber das sind schon sehr, sehr spekulative Zahlen, bis zu 19% nachgesagt. Jetzt, glaube ich, stand es so im Tagesspiegel, wobei natürlich auch immer betont wurde, dass die AfD da die Mehrheit Ist ja auch nicht die bilden AfD, sondern die würde. AfD-Wähler, ne? Und wenn du dir die Wählerwandlungen anguckst, also auch gerade im Osten der Republik, da hast du ja teilweise, glaube ich, bis zu zweistelligen Zahlen, die dann vom linken Wähler zum AfD-Wähler sich gewandelt haben, ne? Also ich glaube, wenn du so eine neue Partei gründest, kannst du auch gar nicht sagen, IGTG. Also das macht Wankenknecht ja grundsätzlich auch nicht und mit Recht. Finde ich nicht, also sozusagen Wählern irgendwie den Du-Du-Finger zu zeigen, weil ihr habt mal das gewählt, ist A, paternalistisch, apropos, hatten wir auch schon, und B, also hast du auch kein Eigeninteresse daran, Leute auszugrenzen, weil die mal was anderes Nein, gewählt haben. das nicht, aber ich glaube, wir sehen schon, wohin der Mainstream also tendiert Nee, in nee, der natürlich, Bewertung so einer neuen da Partei. wird, da, das ist klar, also da, das wird die Querfrontpartei, der Hammer wird sofort rausgeholt, aber inwieweit der Hammer dann erfolgreich ist, aber wie du auch sagst, also da gibt es so viele Fallstricke auch bei der Neugründung wirklich von einer Partei, dass
Das sind jetzt mal ganz, ganz frei von der Leber weg. Das sind dicke Bretter, die man bohren muss. Ganz dicke muss. Bretter. Also, die sind teilweise auch noch aus Eichenholz. Ja. Die Zeug kaum noch. Ja, ja. Ja, also es ist natürlich fraglich. Ich habe es nur angesprochen, weil ich es durchaus auch spannend fand. Und naja, wer weiß. Ne? Also ich kann mir auch vorstellen, dass Oscar Lafontaine da vielleicht nicht ganz unfroh wäre, so als notorischer Parteineugründer, der er halt ist, hat er da bestimmt so das ein oder andere Know-how zumindest dazu bieten, wie man das macht. Und wie gesagt, also es sind dicke Bretter, aber ich, jetzt zum Beispiel sein Kumpel Mélenchon, ist das ja auch schon ganz erfolgreich gelungen jetzt, ne? Auch fast, wenn du willst, zum zweiten Mal. Obwohl die Franzosen ja ein anderes Temperament da, glaube ich, haben, so was ihre Parteien angeht. Ja, und auch viel weniger Tradition, ne? Also ich glaube, selbst die KP, die ja völlig am Boden liegt, ist noch die mitgliederstärkste Partei fast. Also das ist tatsächlich ganz anders strukturiert und so klassisch Parteimitgliederstruktur wie hier in Deutschland gibt es in der Form auch gar nicht. Also gibt's schon, aber nicht in der Bedeutung wie hier mit Ortsverein und man trifft sich und so. Das ist in Frankreich viel weniger ausgeprägt. Dieser Zentralismus da. Und ehrlich ich glaube in nordischen Ländern auch noch, aber auch im ganz südeuropäischen Raum hat man eigentlich nicht diese Tradition sozusagen der Volkspartei, beziehungsweise die gibt's schon lange nicht mehr. Ne? Ach so, eher so Programmparteien dann. Ja, aber mit Volkspartei bin ich auch so überhaupt nicht so verankert mit dem großen Mitgliederstamm und so. Also auch wenn dir das in Italien anguckst, da gibt es ja fast keine Partei, die nicht irgendwie neu gegründet wurde in den letzten zwei Jahrzehnten. Ja, ja oder Macrons Partei. Oder Republik Macron, das ist ja ein komplettes, hybrides Ding. Ja. Und war auch erfolgreich. Aber natürlich in einem politischen Setting, wo das auch etablierter war, dass du mal so eine Partei... Mal eben. So. Ja, und ich denke auch, da bin ich jetzt nicht komplett vertraut mit, aber soweit ich das weiß, ist das in Frankreich auch tatsächlich mit weniger Hürden verbunden als in Deutschland, so eine neue Partei zu gründen. Gut, ja. Gut, da wüsste ich jetzt auch nicht viel beizutragen. Vielleicht noch ein letztes Thema, wenn du noch kannst und Lust hast. Ich nehme mal noch hier. Außerdem müssen wir hier erstmal wieder so die... Euer leckeres Leitungswasser. Lecker, ja. Altreinickendorf kann ich empfehlen. Ja, ja, nee, die Leitungen sind gut hier. Also uns geht es noch ganz prima nach über einem Jahr. Wie hat sich in diesem einen Jahr das Arbeiten verändert? Du bist jetzt seit etwas mehr als einem Jahr bei den Nachdenkseiten? Nee, ist weniger. Ich bin im Juni dazu gestoßen. Ja, danke für den Tritt. Bitte. Das ist auch gut, ja. Wenn das ein Zeichen sein sollte, dann weiß ich nicht, wie ich drauf reagieren soll. Subtiler ging es nicht. Nee, es war einfach nur mein Aufstrengen. Ich dachte, ich würde gezielt an dir vorbeitreffen. Aber, das ist, ja. Ja, und hast du... Wie äußert sich das? Äußert sich das überhaupt? Doch, ist natürlich schon... Also äußert sich... in verschiedensten Formen, ne? Also erstmal ganz praktisch, ich bin ja sonst immer täglich fast eine Stunde mit dem Fahrrad gefahren, hin und zurück. Das ist weggefallen. Essentiell. Und Nachdenkseiten ist ja sozusagen, wir sind ja so als Redaktionsteam in der Republik verteilt, Homeoffice, und das muss ich sagen, ich habe es mir einerseits schwieriger vorgestellt, aber ich merke, so ein bisschen kämpfe ich noch damit, ne? So dieses... Keinen Scherz mehr machen mit dem Kollegen und so. Also sagen wir, es gibt dieses Homeoffice-Ding, wo gleichzeitig, das ist ja jetzt auch wieder, was längere Zeit nicht gemacht hatte, weil es bei RT halt dann eher schon eher so Management-Aufgaben waren, wenn du so willst. Und was ich auch echt genieße, wieder schreiben zu können und Zeit zu haben. Einfach nur schreiben, ja. Und genau, und da ist sozusagen, wollte ich noch drauf hinaus, so dieses im Homeoffice schreiben, wenn man dann wirklich drin ist, das klappt super. Das finde ich, kann sich irgendwie gut konzentrieren. Außer wie jetzt die letzte Woche, wenn Sohnemann krank daneben ist, denke ich mir so, Halleluja. Wie das andere über längere Zeit gemacht haben, auch im Lockdown oder so. Ich hatte es eine Woche, war ich irgendwie ziemlich paralysiert, weil Kindversorgung gleichzeitig arbeiten. Aber egal. Also, sagen wir mal, Homeoffice neu dazugekommen, weniger Bewegung. Dann weniger zumindest direkter Austausch mit Kollegen. Und das fehlt in gewisser Weise manchmal. Aber insgesamt ist das... glaube ich, sozusagen die journalistisch wieder mehr Zeit haben zum Schreiben und Recherchieren. Und was man auch merkt, sozusagen man zwar in einem anderen Rahmen, aber man wird wieder mehr angefragt irgendwie für Vorträge
oder so, ne? Weil ich glaube, da war RT schon noch mal ein bisschen mehr Distanz und das jetzt so. Oder auch irgendwie hatte mich da noch Hofbauer für so ein Buchprojekt geworben gehabt mit Chomsky. Weiß ich nicht, ob das gelaufen wäre, wenn ich noch beim früheren Arbeitgeber tätig gewesen wäre. Nachdem dieser Odem sich da mal so ein bisschen verzogen hat, dieses störende also, Aura. Ja auch, die Nachtdienstzeiten kriegen ja auch genug ein auf den Deckel von Lipmord und Co. Aber trotzdem glaube ich, so ein bisschen anders geartet ist der Odem oder der Odeur dann doch, dass sozusagen so ein paar mehr Vortragsanfragen kommen. Also deswegen hat sich einerseits viel, andererseits auch nicht so viel geändert, weil ich finde, dass es glaubt einem zwar nie ein, aber man konnte auch vorher frei und selbstbestimmt irgendwie arbeiten. Zumindest war das in meiner Wahrnehmung so. Und jetzt ist es sozusagen, also ich glaube, viel freier als bei Nachtdenkseiten. Die Ode will ich jetzt schon nochmal loswerden. Kann man, glaube ich, Journalismus kaum betreiben, ne? Weil es irgendwie finanziert von tausenden sehr engagierten Spendern und Lesern der Nachtdenkseiten. Ist ein Team mit sehr wenig Hierarchie und man macht irgendwie die Projekte, die Themen, auf die man Bock hat. Und das klappt so. Also ist, glaube ich, relativ einzigartig in der Republik, dass man so noch wirklich völlig ohne Ansage, oder dass der Chefredakteur sagt, jetzt mach mal diesen Artikel, auch wenn du keinen Bock hast und so, sondern dass man das tatsächlich sehr total selbstbestimmt irgendwie sein Ding machen kann. Was natürlich auch daran liegt, dass es ein kleines Team ist. Ne? Also sobald Redaktionen größer werden, brauchst du vielleicht auch ein bisschen mehr Hierarchie. Aber so ist das auf jeden Fall was, mit dem ich da irgendwie sehr zufrieden. Also wenn man der liberalen Moderne glauben darf oder der Gegneranalyse, die euch ja also genauestens unter die Lupe genommen haben, dann seid ihr ja also eigentlich schon vom Verfassungsschutz kräftigst ins Auge genommen. Sollte ich auf jeden Fall nicht, als verschwörungsideologische Scharnier. Ja. haben die sich eigentlich mal geäußert dazu? Der Verfassungsschutz? Nein, nee, bisher nicht. Weil ihr seid ja also inwieweit dazu geäußert? Die haben sich ja geäußert in Form von dieser Fallanalyse und ihrem Pseudo-Monitoring. Oder auf, nee, aber auf was hast du angespielt? Ja, also ob die, ob ihr denn mal euch da auch mal erkundigt habt, wie sie denn auf dieses Urteil denn auch kommen? Oder erklärte sich das von selbst? Ja gut, dieses Urteil, das war ja irgendwie ein unter relativ dubiosen Umständen an seine Professur gekommener Trierer Politikwissenschaftler. Und das, also eigentlich müssen wir das gar nicht diskutieren, weil das war fachlich so absurd. Ne? Also zum Beispiel sagt er, er hat nur qualitativ gearbeitet, also ausschließlich qualitativ, das betont er, und sagt gleichzeitig, er hätte dann aber repräsentative Stichproben genommen. Also selbst mit minimalster akademischer Ausbildung weißt du, nur qualitativ arbeiten und repräsentative Stichproben, da gibt es schon mal ein Problem. Aber das jetzt, aber sozusagen, dass das zumindest methodisch völlig absurd war. Und der, also das ist sozusagen ja das, was er sich da aus den Fingern gesaugt hat für eine Summe, Halleluja. Also die ist nicht ganz klar, aber das ist, Thilo Jung hatte mal Füchs im Interview, da klang das so tendenziell an, was der dafür bekommen hat. Also das kriegen andere nicht in 2-3 Monaten Arbeit, ne? Und das war, was waren das? 20 Seiten, die schreibst du an einem Wochenende runter, würde ich sagen. Ne? Also da war ja auch nicht viel Rechercheleistung drin. Und aber was jetzt sozusagen innerhalb dieser Lipmod-Strukturen und diesem Nebenprojekt Gegneranalyse dazu geführt hat, dass man sich so vehement auf die Nachtdenkseiten gestürzt hat, weil das war die erste Fallanalyse, dann kam erstmal monatelang gar nichts, dann gab es auch ziemlich Druck, weil es gab dann auch Anfragen aus dem Bundestag, weil das schon für Aufsehen gesorgt hat, dass man sich da ausgerechnet die Nachtdenkseiten rausgesucht hat und dann noch das Projekt Gegneranalyse spricht ja auch sozusagen für sich da. Ja. Und das Projekt wird jetzt auch nicht weitergeführt. Also gibt es keine weitere Finanzierung. Ach, das war aber so der Halt, so der, glaube ich, ja, so der Protagonist des Ganzen. Matthias Meissner ist sogar irgendwie ein bisschen früher ausgeschert. Also so richtig erfolgreich war das Projekt, glaube ich, nicht. Aber das sollte man auch nicht unterschätzen. Also natürlich gilt das als wissenschaftliche Studie. Das ist auch irgendwie, das sind dann auch
der Morast von Wikipedia, also innerhalb kürzester Zeit, nachdem diese Studie veröffentlicht war, war da sofort so ein Absatz dazu im Wikipedia-Eintrag von Nachdenkseiten und in diesem Zitierkartell, das wir ja auch haben, wird das natürlich immer herangezogen. Das liest auch keiner, sondern hast du da nur kurz den Teaser, verschwörungstheoretisches Blablub, Nachdenkseiten. Und das reicht den meisten. Also in diesem Sinne, da so eine Falschstudie, glaube ich, schon mit dem relativ bewusst, mit der bewussten Intention, die Nachdenkseiten zu diffamieren. Das hat, glaube ich, schon auch geklappt. Aber natürlich auch nur, glaube ich, für das Milieu, was die Lippenmord sowieso bedient. Ich weiß nicht, ob darüber hinaus das groß Wirkung entfaltet hat. Da bin ich aber jetzt auch nicht in der Position, das wirklich beurteilen zu können. Wobei halt immer noch die Frage da ist, ich glaube, auf die wollte ich auch eigentlich hinaus, warum ausgerechnet euch und dann zu diesem Zeitpunkt? Hat das etwas mit deinem Zugang zu tun? Na, glaube ich nicht. Die war auch vor meinem Zugang, glaube ich, schon in Arbeit. Also das Projekt. Ja. Die sind Ende November gestartet, also 2021. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gab es diese Studie, gab es auch schon, bevor ich überhaupt zu Nachdenkseiten komme. Ich glaube, die wurde April oder Mai veröffentlicht. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich bin im Juni dazugekommen. Also wer das nicht weiß, also Albrecht Müller, Albrecht Müller ist altgedienter Sozialdemokrat und war PR-Berater von Willy Brandt, genau. Also sozialdemokratischer geht es ja eigentlich nicht mehr. Ja. Und auch die Ausrichtung, aber ich glaube sozusagen, die hatten halt, waren glaube ich eine der wenigen, die nochmal so einen anderen Blick auf, also zumindest gerade auch in diesem politischen Spektrum, so auf was Maßnahmenkritik anging, diese ganze Corona-Zeit, da haben sie sich unbeliebt gemacht. Und wobei, auch wenn du es anguckst, das war alles, also überhaupt kein Vergleich irgendwie zu anderen. Ja? Da gab es auch Fokus auf soziale Auswirkungen von Lockdown und so ein bisschen so, aus dem sie sich heraus gegründet haben, ne? Irgendwie Agenda 2010 kritisch zu begleiten und so. Und das finde ich einmal Nachdenkseiten auch gut, dass da sozusagen dieser, was ja auch immer mehr in der Berichterstattung teilweise beiseite gedrängt wird, was so sozialpolitische Beobachtung, Begleitung angeht von Maßnahmen der Bundesregierung. Genau, aber lange Rede, kurz Sinn. Ich glaube, da haben sich unbeliebt gemacht, dass sie sozusagen nicht im Mainstream mitgeschwommen sind, was die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung angeht. Und dann kamen noch andere Positionen in Bezug auf Kontextualisierung Ukraine-Krieg. Und das waren, glaube ich, die zwei No-Gos, die dann dazu geführt haben. Weil die anderen konnte man, die waren schon marginalisiert, die waren sowieso schon böse oder Verschwörungsschwabler oder was auch immer. Und ich glaube, bei Nachdenkseiten, da war die Reputation noch zu gut und da musste dann der alte Maoist, Füchs und Konsorten irgendwie nochmal nachtreten. Und die Kampagne war ja dann schon ordentlich, ne? Also es war Füchs, da hast du allgemein gemerkt, wie sich der Ton in der Berichterstattung geändert hat. Ja? Und wenn dann fast nur noch von Schwurbler-Portal die Rede ist. Und wie gesagt, wenn denkst, irgendwie Albrecht Müller oder auch die anderen Redakteure, also mich jetzt mal sogar ganz rausgenommen, das ist einfach völlig absurd. Also diese ist sowieso ein Kampfbegriff, aber in dem Fall sogar noch absurder als angewandt auf andere Personen und Journalisten. Hat das andere Personen mehr getroffen als dich? Ich glaube, du bist es ja gewohnt. Ich ja auch, aber... Ja, man hat natürlich, muss ich sagen, schon 8 Jahre RT, hat man relativ dickes Fell, ja. Aber ich glaube, die restlichen Jungs und Mädels bei Nachdenkseiten, also klar, das lässt keinen kalt, das hat mich auch nicht kalt gelassen, weil ich mich ja schon auch mit Nachdenkseiten gut identifiziere, aber die sind trotzdem cool genug und sehen ja auch die Intention und ich glaube, also wer sich jetzt irgendwie von Lipmod und Füchs so ins Boxhorn jagen lässt, dann hätte auch schon früher nicht bei Nachdenkseiten arbeiten dürfen. Aber da war ich auch überrascht. Also es sind schon alles Leute, glaube ich, mit einem recht kämpferischen Geist, die man so schnell auch nicht klein kriegen wird. Und das kennen wir ja vielleicht auch in gewisser Weise, das formt ja in gewisser Weise auch oder führt sogar zum noch mehr Zusammenhalt oder einem solidarischeren Miteinander. Also, der Druck von außen, ja, durchaus. Aber den Druck von außen muss man natürlich auch aufpassen, dass es dann nicht man sich zu sehr in der eigenen Bubble, also die Gefahr sehe ich noch überhaupt nicht, aber das ist sozusagen natürlich immer was, sozusagen Druck von außen
hat natürlich oft meistens als negativste Auswirkung, dass man sich dann zu sehr auf sich selbst beschränkt, ne? Und so ja. Der Blick über den Tellerrand erschwert ist. Aber das war jetzt auch eher antizipiert. Ich finde noch nicht, dass das der Fall ist. Genau. Nee. Also da sehe ich euch zumindest auch unverdächtig dessen. Aber ja, es ist tendenziell, also es ist ein guter Kommentar dazu. Ja, hast du noch ein Thema, was du ansprechen, was du unbedingt loswerden willst? Nee, aber weißt du noch, um das kurz abzuschließen, weil sozusagen dieses gesamte Kampagnen-Ding um die Nachtdenkseiten, also was ich schon auch bezeichnend fand, dass dann ausgerechnet so, sagen wir, der Hauptmitarbeiter Matthias Meissner, Ex-Tagesspiegel-Redakteur, dann das Finanzamt in Landau beziehungsweise das Finanzministerium Rheinland-Pfalz angeschrieben hat, hey, guck mal, diese Schwurbler-Seite, wir haben da auch diese neue Studie jetzt, die sind noch gemeinnützig, das kann doch nicht sein, ne? Und dann tatsächlich korreliert zumindest noch kein Kausalzusammenhang. Kurze Zeit später dann tatsächlich ein Wisch kam von wegen, die Gemeinnützigkeit wird dem Nachdenkseiten entzogen. Ne? Also das heißt, du hast diesen Angriff auf die Reputation und schon auch auf die finanziellen Ressourcen von einem tatsächlichen klassischen Grassroots-Projekt. Ja? Also es hat in der Form auch, bevor ich zu Nachdenkseiten bin, gar nicht so erfasst, aber die leben wirklich nur von kleinen Spenden, aber es läuft. Ne? Und das jetzt nur so, noch wollte ich nochmal ergänzen, einfach um zu zeigen, dass das tatsächlich eine, also nicht, da ist jetzt, glaube ich, das war jetzt nicht groß koordiniert, aber dass da schon von allen möglichen Seiten angegriffen wurde. Nicht nur Reputation, ja. Sondern auch versucht wurde, über den Gemeinnützigkeitsstatus die Finanzsituation signifikant zu erschweren. Und das spricht ja, ist ja jetzt, wir müssen uns ja nicht nur über die Nachdenkseiten unterhalten, aber das spricht, glaube ich, schon für einen gesellschaftliches Klima und auch gesellschaftliche Maßnahmen, das würde ich schon sagen, die gab es vorher in dem Ausmaße nicht. Und dann wären wir wieder bei der Frage, die wir immer noch ungenügend beantworten, worauf man das wirklich zurückzuführen kann. Vermutlich sind es Dutzende Variablen, aber ganz erklären kann ich es mir auch noch nicht. Ich denke auch, es gibt da nicht eine Erklärung oder nicht einen Ansatz, der alle anderen überstrahlt. Es sind viele Faktoren da im Spiel, aber seit Corona, würde ich jetzt sagen, ging es los und hat sich jetzt in dieser Phase jetzt auch noch zugespitzt. Also in dem Maße, in dem also dieses Gesundheitsthema dann ausgeschlichen ist, kam jetzt eben auch dieser Krieg dazu, der eben auch, also denke ich mal, auch noch viel mehr dazu führt, dass man dann eben, Grabendenken fair. Ja. Und das setzt sich ja auch tatsächlich fort, ne? Wenn du siehst, wer hatte welche Diskurse zur Corona-Zeit und wer hat jetzt welche Diskurse in Bezug auf den Krieg in der Ukraine, da ist ja tatsächlich gewisse Schemata, die sich wiederholen, ne? Und das ist tatsächlich die Frage, was haben diese letzten 4 Jahre da losgelöst? Das scheint ja schon was da gewesen zu sein, was dann sozusagen richtig an die Oberfläche gekommen ist. Ne? Aber gut, dann bist tatsächlich auch irgendwie fast auf psychoanalytischer Ebene und da sind wir beide überfordert. Aber das ist richtig. Ich zumindest. Das ist richtig, ja. Berühmte letzte Worte. Überlasse ich dir. Ja. Ja, ich liebe euch alle, natürlich doch. Natürlich. Ja, doch, vielleicht noch eine letzte Frage. Silberstreif am Horizont, gibt es den? Oder harren wir jetzt im Tunnel aus? Also zumindest für diese Republik hier sehe ich uns erstmal im Tunnel. Also man weiß im Tunnel, wenn da jetzt nicht ein fetter Felsbrocken vorgefallen ist, kommt da irgendwann noch Licht, aber die Reise dauert noch ein bisschen. Ja, bei mir ist es natürlich, es war aber auch schon immer so, dass, muss man auch aufpassen, dass man es nicht idealisiert, aber dass ich sozusagen, ich habe ein relativ enges Verhältnis, Interesse an Lateinamerika und da sehe ich jetzt trotz allem schon noch ein bisschen mehr Bewegung und auch so was, so irgendwie Absetzung, Distanz zum Hegemon oben im Norden angeht. Und insgesamt würde ich sagen, so was so dieses Multipolare angeht, sehe ich sogar positive Tendenzen, so auf der
Makro-Ebene. Ja. Aber auch wirklich sehr langfristig. Ne? Also ja. Diese Geschichte von der Westen ist jetzt im Niedergang. Also es mag sein, aber da reden wir noch von Jahrzehnten. Und ich habe ja auch Familie und Freunde hier. Ist ja auch nicht so, dass ich jetzt den Niedergang des Westens per se bejubeln würde. Also in seiner hegemonialen Ausrichtung schon, aber ich will jetzt auch nicht Deutschland in Trümmern sehen. Ne? Also, aber das klang halt so, als hättest du immer noch einen Rückzugsort. Also falls hier alles in die Binsen geht, dann ja. Ja, also weiß ich auch nicht, ob vielleicht der Rückzugsort wäre leichter als bei anderen zugegeben. Aber ich will ja nicht sagen, aber Deutsche haben sich schon immer gern nach Südamerika abgesetzt. Diese ahistorischen Vergleiche verbitte ich mir. Ja. Ja gut. Ja. Da fällt mir ein, ganz kurz, kurze Anekdote, aber apropos Januar in Argentinien. Da habe ich auch tatsächlich nochmal lustige Geschichten gehört. Das war mir in dem Ausmaß gar nicht bekannt, weil wir waren an so einem kleinen Küstenort. Da hatte man kurz zuvor nochmal ein deutsches U-Boot gefunden gehabt. Nein, was? Ja. Zurückgelassen. Ja, brauchte man ja dann nicht. Zurückgelassen mehr, ne? Irgendwann im Juli 45. Wir wissen nicht, wer ausgestiegen ist, aber zumindest wurde es irgendwie nochmal genau. Ach, das ist ja interessant, ne? Also, ja. Es war irgendwie bekannt, Mar del Plata ist ein bisschen weiter entfernt, aber tatsächlich, das war eher so ein bisschen abgelegener und da auch so irgendwie, angeblich auch irgendwie eher neueste Generation. Da bin ich jetzt militärhistorisch nicht so bewandert. Was war dieses letzte 21, U-Boot-Modell der Deutschen? Ja, genau, aber das soll es irgendwie gewesen sein. Was schon so ein bisschen so diese Stromlinienförmigkeit so ein bisschen vorweggenommen hat, der Modernen. Ach so, ja, ist ja interessant. Ne? Ja, vielleicht wird die Geschichte ja dann nochmal neu geschrieben. Ganz neu umgeschrieben. Wer weiß. Eieieiei. Gut, ich würde sagen, vielen Dank. Passendes Schlusswort. Das ist wunderbar. Das schöne Gespräch. Vielen Dank, dass du hier warst. Ja. Enchanté. Du bist danke ja noch hier. Ja, und liebe Leute, das war, ja genau, ciao, das war Infrarot mit Florian Warweg. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf Wiedersehen.